Ein Gast, der sich mit Paul Gerhardt befasst hat. Paul Gerhardt begegnet einem in diesem Jahr ja sehr, sehr viel, weil er seinen 400. Geburtstag gefeiert hätte in diesem Jahr. Das heißt, es sind ganz viele Texte von ihm veröffentlicht worden, ganz viele Lieder. Und deswegen ist er sicherlich in der Öffentlichkeit, aber nicht nur deswegen, sondern sicher auch, weil seine Texte eine Sprache gefunden haben, die Menschen bis heute ansprechen. Und deswegen gibt es Bücher über ihn, es gibt CDs über ihn und es gibt etwas dazwischen, nämlich ein Hörbuch. Und unser Gast, Hanno Herzler, hat solch ein Hörbuch herausgegeben. Warum ausgerechnet ein Hörbuch? Das Hörbuch über Paul Gerhardt berichtet aus seinem Leben. Wir gehen von seiner Geburt bis zu seinem Tod und seiner Nachwirkung durch sein ganzes Leben hindurch und verbinden das, seine biografischen Stationen, mit den Texten, die er verfasst hat, also mit seinen Liedtexten und anderen Gedichten. Worin liegt die besondere Chance, es mit einem Hörbuch zu machen? Bei einem Hörbuch hat man die Chance, man kann nicht zurückblättern wie im Buch und auch nicht vorauslesen. Man muss sich ein wenig auf das Tempo des Gesprochenen und Gesungenen einlassen. Das nimmt uns ein bisschen aus unserer alltäglichen Hektik heraus. Das merkt jeder, der auch nur mal ein paar Minuten Hörbuch hört. Und bei Paul Gerhardt ist das Besondere, dass wir eben viele Lieder von ihm haben, die wir heute noch kennen. Und wir haben sein Leben und diese Verbindung dazwischen ist vielfach nicht mehr so bekannt. Ein bisschen haben Sie ja gerade was dazu gesagt, warum denn wohl Hörbücher erfolgreich sind. Was sind die Gründe genau dafür? Welche zählen dazu? Hörbuch hören wird heute vielfach auf zwei Weisen wahrgenommen. Einmal zum Entspannen. Also ich höre etwas, um bewusst mal abzuschalten. Ich lege mich dazu auf die Couch und höre intensiv. Man erlebt dabei mehr, als wenn man fernsieht und auch noch mehr, als wenn man selber liest. Warum? Es öffnen sich Türen des Inneren, Türen der Seele, Bildwelten, möchte ich mal sagen, die fast nur auf diese Weise durch Hören geöffnet werden können, weil über die Stimme und über den Klang einfach Emotionalität rüberkommt, die wir auf andere Weise nicht transportieren. Also es ist nicht nur ich habe bisher immer gedacht, Hörbücher sind so erfolgreich, weil die Leute keine Zeit mehr haben, Bücher zu lesen. Mhm. Und habe mir dann vorgestellt, da sitzt jetzt ein stressgeplagter Autofahrer, legt sich ihr Hörbuch bei der Autofahrt rein und muss dann oder darf dann Texte von Paul Gerhardt hören. Funktioniert das? Das ist ein zweiter wichtiger Bereich, dass man Hörbücher eben ganz gut auf langen Fahrten hören kann, im Auto, auch im Zug. Und dadurch ein wenig, ja, die Zeit verkürzt bekommt, mindestens mal, und natürlich noch wertvolle Inhalte, je nachdem, mitbekommt. Was möchten Sie denn, Sie sagen gerade wertvolle Inhalte, was möchten Sie denn, welche wertvollen Inhalte bei den Leuten ankommen, wenn sie Ihr Hörbuch hören? Paul Gerhardts Leben steht für mich exemplarisch für eine, ja, Lebenshaltung, die uns auch heute weiterhelfen kann. Es ist eine Lebenshaltung, die sich auf Gott hin bezieht, auf, wir könnten heute auch sagen, auf das Unendliche, auf etwas, was uns Urvertrauen geben kann. Also, und es ist eine Haltung unbedingten Vertrauens zu Gott. Trotz schwerer Nöte im Leben kann ich mit Gott etwas anfangen oder auf Gott hoffen, dass etwas Neues geschieht. Aber derjenige, der sich dieses Hörbuch kauft, wird also jetzt nicht nur das erfahren, sondern erfährt auch ganz kunterbunt etwas aus dem kompletten Leben von Paul Gerhardt? Es ist insofern ein historisches Werk, als wir durch das Leben von Paul Gerhardt durchgehen, aber niemals jetzt so abstrakt, sondern immer so, dass wir uns gefragt haben, was hat das mit uns zu tun, wo berührt es uns, wo kann es unseren Lebenslauf berühren und vielleicht auch etwas beeinflussen. Wo hat es Sie denn berührt? Wo hat denn das Leben von Paul Gerhardt Sie berührt? Ich war noch ein kleiner Junge und wurde von meiner Mutter in Kindergottesdienst an die christliche Welt herangeführt. Und etwas von dem, was mich damals gleich am tiefsten mitbewegt hat, waren die Liedtexte von Paul Gerhardt. Ich habe dann mit meiner Mutter drüber gesprochen. Sie hat angedeutet, dass dieser Mann ein sehr, sehr schweres Leben hatte. Und umso mehr haben mich dann die Texte im Weiteren berührt und eigentlich durch die Jahre, Jahrzehnte auch begleitet. Und immer wieder an kritischen Punkten in meinem eigenen Leben habe ich gemerkt, wow, es gibt kaum etwas, was mich so wieder auf die Spur bringt, was mir wieder Hoffnung gibt, Perspektive vermittelt, Mut verleiht, wie eine schlichte Zeile oder eine Strophe von Paul Gerhardt. Gibt es da besondere Texte oder Zeilen,
Also wenn ich nur mal zitiere, ihn, also Gott, lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Das ist, öffnet sofort eine Tür, dass vielleicht nicht alles düster ist, was ich im Moment als schlimm und düster wahrnehme, sondern dass da es eine Wirklichkeit gibt, die weiterblickt, die mir eine neue Perspektive durch das Schwere hindurch vermittelt. Und das ist etwas, was wir heute ganz dringend brauchen. Es wird so viel gejammert, es gibt so viel Kraftlosigkeit unter Menschen, dass ich den Eindruck habe, das fehlt, was uns fehlt, ist eine Perspektive, dass wir sagen, und trotzdem, ich gehe da jetzt durch, weil ich glauben kann, dass dahinter etwas Gutes auf mich wartet.